Genau, immer schön zusammenstellen. Oh, nö, 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 nö. So, geh doch hoch. Oh. Erstmal warten. Okay, wieder nur ein Schuss. Die kommen erst, wenn ich so und so weit nach vorne gehe. 100 pro. Vorsicht! So, jetzt sind sie da. Jagt euch da gegenseitig in die Luft, mir egal. Ei! Ich kann hier nicht stehen bleiben, ich kann die Sniper hier nicht holen, der wirft wieder einen präzisen Wurf. So. Da, 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 da. Dass ich noch lebe, ist gerade ein Wunder. Echt tricky, aber die Waffe hole ich mir gerne wieder. Los geht's. Oh Gott, ich dachte schon. Puh. Okay, der Typ müsste eigentlich immer noch erleuchten, ja? Bisschen Geduld. Da unten war das Ding. Ist das weggetrieben oder liegt's da noch, ist die Frage. Liegt da nicht mehr. War noch so ein Granatenwerfer. Wie gefällt dir das? Kacke. Das überleben wir schon. Irgendwie. Nämlich so. Hallöchen. Up close and personal. Das waren schon Hammertypen hier. Alles klar bei euch? Ja. Das heißt, wir können weiter. Scheiße, das Präzisionsgewehr. Oh, ich muss hier runter. Jawohl. Nimm es mit, oder? Wir haben noch 4 Schüsse hier. Nö, nö, nö. Die verschwende ich nicht. No. Boah, voll in die Runde. Alle weggesprengt. Gut, dass das Harz da war. Dann müssen wir wohl zu diesem Vorsprung. Nehmen wir den Karren. Los geht's. Schon dabei. Chloe guckt natürlich wieder voll zu. Sag ich doch. Das war's. Gut gemacht, Leute. Dankeschön, Chloe. Gerne. Finden ist so nett. Na, das ging ziemlich schnell eigentlich. Ich hätte mir gedacht, dass ich öfter sterbe. Super cool. Oh, Mist. Runter. Da sind eine ganze Armee Viecher. Diesmal habe ich auch Feuerpower dabei. Weggesprengt. Boah, da hinten sind viele von denen, glaube ich. Sollen die sich gegenseitig fertig machen, ohne Mist? So, guck mal. Oh, okay. Fehler gemacht. Fuck. Was ist mit der Armbrust?
kommen garantiert noch mehr von den 100 Pro. Alles ist das nie. Vor mir. Ja, voll in den Arsch. Von der gegnerischen Seite haben wir auch noch ein paar mehr. Danke für die Munition. Boah, der war schön daneben. Hört doch auf, mich anzuschießen. Ah, der kommt mir auch noch hinterher. Oh Gott, der ist, glaube ich, noch stärker als alle anderen. Ich sitze total in der Klemme hier gerade. Ich muss es versuchen. Eine falsche Waffe. In meine Armbrust. Okay, jetzt haben wir alles durch. Merken die denn nichts? Anscheinend nicht. Okay, Mädchen, durch. Oh nein, 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 nicht jetzt. Nicht jetzt, meine Güte. Ich sag, die Shotgun, die muss genervt werden in dem Spiel. Das ist furchtbar nervig. Die ist einfach zu stark. Mann, ich hätte die so gut ausspielen können, dann ist mir Munition ausgegangen. Dann müsste ich einfach erzieher werden. Sollen die da mal machen. Das ist die natürliche Balance, die wir gerade hier beobachten. Ja, genau. Ah, tschüss. Also, für dich habe ich auch was. Knapp, aber überlebt. Komm, hau drauf. Was gucken, wenn die untereinander ausspielen, das Beste, was wir machen können. Ich könnte mal so einen Bogen gebrauchen. Den hatte ich gerade richtig, richtig früh. Wir müssen aufpassen, nicht, dass es so viele Wächter auf einmal werden. Natürliche Auslese gerade. Jetzt festgenagelt. Da, Bogen. Und Panzerfaust. Cool. Na, wir wollen nochmal lecken. Du nicht. Richter. Boah, der ist dadurch nicht verreckt. Aber jetzt. Ja, das wollte ich nicht. Jetzt haben wir's. Na, kommt noch eine Welle? Ja. Hohe Position suchen. Und immer schön in Bewegung bleiben. Wo kommen die denn alle her? Von überall. Unaufhaltsam. Ah, tun da noch ein bisschen rum. Ich kann auch was werfen, Moment. Jau! Jau! Oh, das gibt's nicht. Nein, hat er mir gezeigt, was er werfen kann, aber wenigstens starten wir nicht von ganz Anfang an. Vorsicht vor denen mit den Schneidern! Gut gemacht! Oh, ich flieg gut. Kommen die denn alle her? Oh, der steckt was weg, muss man ihm lassen. Aber auch nicht alles. Ein Schuss nur.
Und jetzt sind wir noch nicht tot. Alles klar. Wurde auch Zeit. Hätte schon ein bisschen eher schaffen können. Gehen wir mal hier weiter. Der Stein muss hier irgendwo sein. Versuchen wir es oben. Wir müssen auf jeden Fall vor dem finden. Das alles wird schon stimmen. Denn wenn Lazarevich an die Macht kommt, da, wie wollen wir denn ausschalten? Der ist unbesiegbar. Nicht mal eine Kugel durch die Augen. Hilft weiter. Los, beeilen wir uns. Boah, das ist ziemlich hoch. Okay. Wir sind fast da. Wenn du es mir also meinst. Oh ja, da sieht mir noch was aus. Da ist er. Der Chintamani-Stein. Wir sind tatsächlich die Ersten. So wunderschön. Ja, unbeschreiblich. Los, zerstören wir ihn und hauen schnell ab. Warte. Irgendwas stimmt nicht. Was meinst du? Marco Polo lag falsch. Das ist kein Saphir, das ist Bernstein. Bernstein. Ja, weißt du, versteinertes Harz. Es ist Baumharz. Warte mal. Was ist denn? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Hallo, Nate! Ich hasse es, wenn er das macht. Wem sagst du das? Wie konnte ich das übersehen? Was übersehen? Es ist kein richtiger Stein. Es ist das Harz. Das Harz vom Baum des Lebens. Okay, warte, ich komme nicht mit. Dieser Baum? Nein. Der Baum. Da ist er. Lazarevich. Er will auch zu dem Baum. Aber klar... Die schwarzen Zähne. Was? Die schwarzen Zähne der Wächter und der Leichen in Borneo. Sie haben das Harz gegessen und es hat sie verändert. Glaubst du auch, Lazarevich will das Harz essen? Willst du wirklich hier warten und das rausfinden? Bravo, Sherlock. Gut gemacht. Flynn? Verdammt. Oh, Harry. Was los, Kumpel? Enttäuscht, dass Lazarevich vor dir da war? Du hast ihn knapp verpasst. Ich wollte noch warten, damit du bei meiner Party dabei sein kannst. Wovon redest du? Vielleicht wollte Soran das die ganze Zeit, hä? Der ist schlauer, als er aussieht. Wir können ihn noch aufhalten. Elena, nicht. Nein, wir können dir helfen. Sorry, Süße. Das ist kein Film. Und du bist nicht die Heldin, die den Bösewicht bekehrt und alle rettet. So läuft das nun mal nicht, Baby. Flynn, hör mir zu. Abschiedsgeschenk von Lazarevich. Den Splint hat er behalten. Elena, weg da! Oh, nein. Oh, Scheiße. Elena! Okay, dir geht's gleich besser. Los, wir bringen dich hier raus. Haltet Lazarevich auf, geht jetzt! Vergiss es. Na los. Ja. Scheiße. Okay, ich hab sie. Gib uns Deckung. Okay, Dada. Lazarevich. Scheiße. Der wird bezahlen. Wir müssen Elena hier rausschaffen. Sie wollte nur helfen und der hat sich in die Luft gesprengt. Was für ein absoluter Vollpfosten. Aber ich hab ja auch noch ein paar Tricks für euch. Guck mal, das ist lecker, oder?